Willkommen zurück zu Cuphead. Wir gehen aufs Schiff. Captain Brinnebeard. Shooten Luden finde ich eigentlich ganz cool. Here's a real high class belt. Now go! Er schießt auf mich. Treffe ich ihn überhaupt? Aha. Oh, da hab ich nicht aufgepasst. Parryen ist, habe ich gerade auch nicht so drauf. Aha, geht doch. Was macht er? Er schießt mit irgendwas auf mich. Homing. Er kommt von hinten, okay. Ich wusste, da kommt ein Hai. Ich wusste nur nicht so genau von wo. Was ruft er? Was ist das? Die kommt doch von vorne, oder? Ja. Dafür ist der Schuss halt optimal. Was passiert hier? Offensichtlich werden hier Kanonenkugeln geschossen. Aber, okay. Super guter erster Versuch. Nee, Homie wollte ich schon haben. Aber nie auf die Truhe. Auf ihn. Ach shit. Truhe steht da kacke. Treffen mich die schwarzen Dinger? Nee, die treffen mich gar nicht, siehst du? Ich bin getroffen worden. Ich hab's gehört. Falscher Knopf? Wieso? Ich wollte ausweichen. Ich hab... Warum? Ich spiel doch kein Darksiders mehr. Warum wollte ich immer noch auf der Schultertaste ausweichen? Hi von hinten. Weiß da auch nicht, was du machen sollst, wenn die Truhe da, das Fass da kommt, ne? Schwierig. Scheiß geparry immer. Ja, nee, komm. Nee, komm, das machen wir nochmal. Ich darf mit dem Parryen einfach hier nicht zu geizig sein. Zu gierig sein. Nee, das ist falsch, Knopf. Oh, Manu, jetzt habe ich nur auf das Fass geguckt. Stimmt der mit mir nicht? Was ruft er? Okay, das fühle ich. Kann hier rumschleimen, wie es will. Hi. Gehen wir hin. Können wir stehen bleiben? Wunderbar. Perfekt. Kassiert er richtig? Dass der Homing-Shot hier manchmal auf das Fass geht, das finde ich jetzt gerade gar nicht so super dramatisch. Falsche Richtung, nee, doch richtige Richtung. Cool. Die Kanonenkugel plötzlich. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Der Hai! Kugel! Kugelhai!
Kugeln! Überall Kugeln! Er wieder hier. What the fuck? What the fuck? Was fällt da runter? Letzte Phase erreicht. Sehr gut. Wir müssen ihm auf sein Zäpfchen ballern. Da frage ich mich gerade, ob da ein anderer Schuss besser wäre. Ich weiß es nicht. Ich war eben nicht so cool auf die Kanonenkugeln vorbereitet. Ich scheiße jetzt aufs Parryen. Ich habe eh schon einen C. Mein Schnitt ist versaut. Was ruft er den Hai? Vorne hin. Hoffentlich war das fast nicht böse. Jetzt kann es böse werden, eigentlich nichts dagegen. Oh shit. Ja, ich wollte gerade sagen, immer auf das Schiff gucken. Plötzlich, hier siehst du nämlich die Phasenwechsel nicht so wirklich. Hi. Puh. Was holt er? Den hier, okay. Können wir machen. Kann man mal machen. Muss man aber auch nicht. Okay, wir haben offensichtlich die Phase überstanden. Was fällt da runter? Ich sehe. Was passiert? Nein! Das war bestimmt super knapp. War es. Ich glaube aber... Shit, das war nix. Blödes Fass. Blödes Fass. Junge, das war knapp. Manchmal schießt er so zweimal kurz hintereinander. Da kann es tatsächlich sein, dass der einen aus der Luft sniped. Auch eher uncool, ich finde. Jetzt fängt er an mit den Kanonen. Cool. Und mit... Oh Gott. Super krasser Shit. Nee, da war zu viel los. Den schaffen wir in der Folge. Komm, ich bin echt gar nicht so weit weg. Das meine ich. Da! Jetzt schießt er auch noch plötzlich einmal mehr, als ich geplant habe. Wie kann er es wagen, meine Pläne zu durchkreuzen? Was bildet er sich ein? Okay, er ruft hier seinen Tintentyp. Okay.
Fuck! Diese... Da, warum? Hi. Hi ist jetzt gerade ganz cool. Nein, da habe ich so... Das Timing ist manchmal gar nicht so einfach bei den Kanonenkugeln. Gerade wenn ich vorne stehe, muss ich da ein bisschen aufpassen. Schätzen. Das klappt halt manchmal nicht so gut. Ich könnte auch zählen, aber schätzen ist cooler. Wenn man zählt, könnte es ja klappen. Dann kann man sich nicht aufregen, verstehst du? Erstmal kurz das Fass fallen lassen. Einmal parryen, zur Sicherheit. Nochmal parryen. Einfach, weil wir es können. Das war knapp. Robben. Arjen. Robben. Hunde-Robben. Robbenhunde. Hobben. Oder Runde. Ich wollte schon wieder da rumparryen, Meister. Verstehst du? Da kommt. Tintenmann. Das geht bestimmt jetzt los mit den Kanonenkugeln. Pass auf. Oh Gott, ich habe das nicht gesehen. Mann, ist das fies. Fall jetzt runter. Hi. Muss nach vorne. Ich könnte ja mal, ne? Ja! Junge, du Dreckspiel. Junge, ist das übel. Okay. Die ganze Zeit so knapp vor der letzten Phase. Puh, da habe ich gerade ein bisschen geschwitzt. Kanonenkugeln. Hi ist gut. Geht gerade alles noch. Knapp. Tintenmann, okay. Lassen wir das Fass erstmal fallen. Kugel. So, jetzt fällt hier gleich wieder irgendwas runter. Das war dumm, ne? Kann ich aber drauf rumparryen. Wenn er länger zubleibt, dann kommt dieser Strahl. Auf den kann ich aber rumparryen. Den kann ich quasi reiten. Das war schon wieder super risky, ne? Okay, aufpassen, nicht, dass das Schiff jetzt, wenn es dunkel wird, vor allen Dingen dunkel, anfängt mit den Kohlen zu schießen.
Hi, sehr gut. So. Jetzt hat er kassiert. Eigentlich hat er schon so gut kassiert, ich wollte gerade sagen, dass eigentlich die fucking Kugeln kommen müssten. Das war knapp. Was soll ich denn da machen, Alter? Wäre echt cool, bis zur letzten Phase mal kein Leben zu verlieren, ne? Da wäre ich dabei. Volles Rohr. Mann, das blöde Fass. Das Fass ist nur dazu gedacht, um die Homing-Shots abzufangen. Kannst du mir noch erzählen, was du willst. Das war aber jetzt eine super lange Phase. Weil das Fass relativ weit hinten war. Das war cool. Was kommt? Okay, Tintenmann. Und die Viecher. Holy shit. Ist denn hier nur los? Hi, Vorsicht. Oh Gott. Ich glaube, ich habe die Sprungtaste eben nicht richtig gedrückt. Ich wollte nämlich springen. Habe ich aber nicht. Mann! Irgendwo fällt was runter und Kugeln kommen. Das ist halt super schwer, den zu timen. Aber ich würde super gerne da drauf landen, einfach weil man den locker ausparryen kann dann. Oder ich ducke mich einfach, dann gehe ich aber das Risiko ein, dass das Fass böse wird und kommt und mich trifft. Das ist halt alles nicht so easy. Nee. So, da war ich schon wieder so parrygierig. Fress! Hi! Jetzt bitte fast nicht böse werden. Also jetzt kannst du ja nicht mit. Oh Gott, richtig gut, volles Leben. In der letzten Phase. Nein! Und dann achte ich wieder. Nein! Mann! Das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Mann, ey.
Ist das scheiße. Weißt du, da kommst du in die letzte Phase mit vollem Leben und kackst richtig ab. Weil du auf das erste, wo du die ganze Zeit vorher mit wenig Leben drauf geachtet hast, jetzt mit viel Leben plötzlich nicht mehr drauf achtest, oder was? Mann, ey, ärgert mich das gerade. Wie dumm war das denn? Das ist so unfair. Das ist einfach so unfair. Ja, toll, jetzt kann ich schon wieder abhaken mit einem Leben. Jetzt trifft mich das Ding. Da habe ich nicht den Hauch einer Chance. Kann ich nichts machen. Das heißt, das Optimale wäre, auf den Parry-Strahl zu kommen, aber wie will ich das machen? Den muss ich halt so gut timen. Das war knapp. Super knapp. Hi. Gott! Hi. Fass. Cool. Meine Fresse, ist hier viel los. Okay, letzte Phase. Jetzt aufpassen. Anderer Schuss bringt auch nichts. Da kommen die Kugeln. Gott, jetzt habe ich zwei Treffer da kassiert. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Das Fass wenigstens vorne. Ob das eine gute Idee war, weiß ich auch nicht so genau. Puh. Errungenschaft freigeschaltet. Porzellan Power. Was ist das denn? Ich habe irgendeine Errungenschaft freigeschaltet. Ihr habt es ja gesehen, ich mache ja Bildschirmaufnahme. Ihr müsst es unten eingeblendet haben eigentlich. Puh. Ey, wieder nur ganz knapp mit der Zeit drüber, B+. Das nehmen wir mit. Da sind wir gar nicht so. Puh, schwere Geburt. Nicht einfach, die letzte Phase. Ich habe wieder Glück gehabt. Die Parry-Phase, die eine, also den Parry-Strahl, den habe ich ein bisschen verkackt. So, jetzt haben wir zwei Run-and-Gun-Level und... Was haben wir denn hier hinten noch? Hallo?
You boys think your situation is a multicolor mess, don't you? But what if I told you there was a way to see it in shades of grey? 50 shades of grey? A way that only a pacifist platformer would be able to perceive. Would you violent little Max believe me if I told you that? I wonder. Ja. Genau, Boss. Zwei Run-and-Gun-Level, zweimal Boss und da hinten kommen wir noch nicht rein, ne? Wir haben für die nächsten Folgen auf jeden Fall noch Content, würde ich sagen. An dieser Stelle sollte es aber gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.